Hallo ihr Lieben, hier ist Nina von Kartenstoff, heute mit einer Mein-Kind-Legung. Und zwar geht es darum, einen Konflikt zwischen dir und deinem Kind oder eine spannungsvolle Situation oder was auch immer das ist, da ein bisschen mehr Klärung reinzubringen und zu schauen, woran liegt es eigentlich, wenn du mehrere Kinder hast. Hast du entweder schon eins, wo du merkst, da zieht es mich hin, oder es wird im Laufe der Legung klar, um welches Kind es sich dreht. Ich ziehe eine Hauptenergie für euch, dann kläre ich das Ganze mit dem Kleinkreuz, mit dem Leitzierstarot und kläre die Karten nochmal mit dem Mond nach Lenormand. Und fange an zu legen. Werde erstmal eine Karte ziehen. Schau, ob es für dich resoniert. Wenn du merkst, es ist nicht die richtige Legung, dann werde ich in Zukunft immer wieder mein Kind Legung rausbringen. Und vielleicht ist da eine andere Legung bei, für die es passender ist. Drei Hexenschwestern ist die Hauptenergie. Das ist die Kraft der Drei, und die Kraft der Drei sagt so viel aus, wie dass Situationen nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal durchlebt werden wollen, um wirklich Klarheit in den Situationen zu bekommen. Also die 3 steht für mich hier aber sinnbildlich, sondern ist das muss nicht dreimal sein, sondern es ist was, was immer wiederkehrt und wiederkehrt und wiederkehrt, bis es gelöst ist. Und dadurch, dass es immer wieder gekommen ist und ich viele Aspekte daran durchgearbeitet habe oder durcharbeiten konnte, kann ich das Ding dann hinter mir lassen und kann ich das Ding für mich und mein Kind lösen. Ne, ihr wisst, und das, oder vielleicht wisst ihr schon, vielleicht ist es aber auch nicht so klar, wenn mein Kind was hat, Wut oder Trauer oder was auch immer in der Richtung, die einen gehen mit ihren Aggressionen nach außen, die anderen gehen eher nach innen, dann hat es häufig was mit uns zu tun, das, was wir in unserem Energiefeld tragen, auch Verletzungen aus der Kindheit, Schwierigkeiten, Stress im Job, whatever, das geht auch auf das Kind über, das resoniert im Kind, da kann das Kind auch gar nicht vorweg flüchten, das muss ich irgendwie zeigen. Das eine Kind hat mehr damit zu tun, das andere Kind hat weniger damit zu tun. Aber im Großen und Ganzen ist das so. Von daher schauen wir mal, was das Ganze auch mit dir zu tun haben könnte. Es kann natürlich auch sein, dass ein Kind mal was erlebt hat, wo es einfach ein Mega, also was ganz schwer zu verkraften ist und wo es durch Dinge durch muss, die nun wir jetzt gerade nicht verursacht haben. Aber da schauen wir gleich mal, worum es im Großen und Ganzen geht. Geht auf jeden Fall um eine Situation, die ihr schon häufig hattet und die sich immer wieder zeigt und wo du vielleicht auch immer wieder am Verzweifeln bist, weil dein Kind vielleicht immer wieder dieselbe Wut zeigt und du das Gefühl hast, ich habe doch jetzt aber auch schon gemacht und getan, ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll. Und da schauen wir gleich mal, was hier kommt, was ich hier heute für euch zeigen will. Hier eine Lenormand-Karte. Ich lege das kleine Kreuz, die einzelnen Plätze der Legung erkläre ich gleich. Hier kommt der König der Kelche. Der König der Kelche steht für mich eher nicht für ein Kind, sondern es steht ganz einfach hier wahrscheinlich für einen Mann. Der König der Kelche kann auch eine Persönlichkeitseigenschaft sein. Kelche stehen für Gefühle, für Emotionen, für Fließen, für im Fluss sein. König der Kelche, die männliche Energie dazu, auch eine sehr kräftige männliche Energie dazu. Kann ein Mann sein, der sehr gefühlvoll ist, aber das auch sehr für sich behält, damit nicht unbedingt nach außen geht, was aber nicht heißt, dass er eben nicht sehr viel Gefühl spürt und in sich trägt. Ich lege das erstmal hin. Das kann sich um ein Vaterthema bei deinem Kind handeln. Es kann sich um einen Mann handeln, der eventuell auch zwischen euch steht. Kann teilweise ein neuer Mann sein, der neu in euer Leben gekommen ist. Jetzt haben wir die Position, kam gleich eine rausgeflogen,
Worum es nicht geht, nicht heißt, die Nicht-Position ist, darum geht es nicht oder das solltest du nicht tun oder das ist gar nicht Bestandteil der Legung. Und da kommen hier die 10 der Münzen. Die 10 der Münzen ist die klassische, auch die klassische Familienkarte, wie man sie auch drauf sieht. Die glückliche Familie, 10er-Karten ist immer das Höchste, das ist der Abschluss. 10 der Münzen, 10 der Kelche, 10 der Schwerter, 10 der Stäbe. Hier haben wir die 10 der Münzen. Die glückliche, heile Familie. Und darum geht es jetzt aber nicht. Das ist jetzt gerade nicht das Thema. Das kann einfach sein, dass ihr total glücklich seid, aber dass es ein anderes Problem gibt. Also, dass ihr jetzt nicht an eurer Situation zweifeln müsst. Aber das weiß ich noch nicht genau. Da schauen wir mal. Es geht um Herzschmerz. Es geht um verletzte Gefühle. Die 3 der Schwerter ist die ganz, ganz klassische Herzschmerzkarte. Und es ist hier sehr wahrscheinlich, dass es mit dem Papa was zu tun hat. Auf jeden Fall mit einer männlichen Hauptperson. Was mit deinem Kind ist, was vielleicht auch mit dir ist. Vielleicht habt ihr eine Trennung hinter euch oder du merkst selber, dass es zwischen dem Kind und dem Papa Schwierigkeiten gibt. Da schauen wir mal. Oder es kann auch sein, dass es um den Vater natürlich geht, der Schwierigkeiten hat, aber das werde ich jetzt sehen. Hat mich jetzt erstmal sehr viel mehr zu einem Kind hingezogen, aber ich kläre mal weiter. Also nochmal zu den Positionen. Das ist das grundlegende Thema. Und dieses kleinen Kreuzes, das ist die Position, das ist jetzt, darum geht es nicht. Da brauchen wir gar nicht weiter drüber nachdenken im Großen und Ganzen. Und das ist darum geht es in Bezug auf den König der Kelche. Jetzt kommt die Position, worauf läuft es hinaus oder wofür ist es gut, was kann dadurch gelöst werden. Und hier steht, hier ist der Narr. Der Narr ist quasi der Start zum Neubeginn. Das ist noch ein Schritt vor einem Neubeginn. Der Narr ist, fängt was ganz Neues an. Der hat auch so gut wie gar kein Gepäck dabei, der ist frei, der hat eine Situation verlassen und jetzt geht es auf in eine ganz neue Situation, aber die ist noch nicht da. Das ist der erste Schritt dahin. Ich nehme jetzt die Lenormand-Karten und gucke, was wir noch als Klärung reinkriegen. Beim König der Kelche kommt zuerst die Sense. Die Sense steht für Gefahr, für etwas, was plötzlich eintritt. Da, wo die Spitze hinzeigt, da ist aber im Großen und Ganzen die Gefahr oder das wird auch abgeschnitten. Wir schauen mal. Hier steht der Baum. Das steht für eine Langfristigkeit, für eine Stabilität. Und hier scheint die Stabilität aus irgendwelchen Gründen. Das kann sein, dass du und dein Mann, oder vielleicht guckst du auch aus der Perspektive eines Mannes. Ich lege die Karten in der Regel aus der Sicht von einer Frau, weil hier viel mehr Frauen zugucken. Aber dreh es dir bitte so, wie es für dich passt. Und ich werde dazu auch noch was sagen. Es ist eine Stabilität für das Kind in Bezug auf den Mann, abhanden gekommen. Die ist nicht mehr da. Das kann sein, dass der Mann die schon lange nicht zeigt oder vielleicht auch noch nie wirklich zeigen konnte, der Papa von dem Kind oder vielleicht auch der Stiefpapa von dem Kind. Das weiß ich nicht genau, da spür in dich rein. Und vielleicht ist der Papa auch ausgezogen. Was natürlich nicht nur bei dem Kind, sondern natürlich bei dir, bei allen Beteiligten
ganz, ganz viel Herzschmerz macht, ganz viel Leid, ganz viel Kummer, erstmal ganz viel Trauer, um das Ganze bewältigen zu können, zu müssen. Da weiß ich nicht, an welcher Stelle ihr steht. Ich kläre jetzt erstmal die Karten weiter. Und zwar kommen hier die Sterne für Klarheit. Und der Bär steht auch für einen älteren Mann. Das Thema bei deinem Kind ist nicht das, hat jetzt nichts mit dem glücklichen Familienzusammenleben zu tun und hier insbesondere in der Beziehung. In dem gemeinsamen Lebensweg auch mit dem Papa. Also die Sterne stehen auch für den Lebensweg. Ich muss erstmal weiterklären. Die drei der Schwerter, hier kommt der Mann. Der Mann im Lenormand ist eine Hauptpersonenkarte, was für mich jetzt auch wieder für den Vater sprechen würde. Und hier haben wir die Gefühle. Hier haben wir die Gefühle. Wir haben verletzte Gefühle. Auf jeden Fall in Bezug auf den Papa. Verletzte Gefühle in Bezug auf den Papa. Und das Ganze führt dazu, dass sich etwas ganz grundlegend ändert und was ganz Neues erfahren wird. Und hier haben wir das Schiff. Das Schiff steht für Sehnsucht, für eine Reise, für einen Ortswechsel und einfach auch dafür, dass sich etwas ändert. Ich schaue mal, welche weitere Karte zu dem Schiff noch kommt. Die Blumen. Die Reise geht weiter und zwar geht die Reise weiter in einen gesunden Selbstwert rein. Die Blumen stehen für schöne Sachen, für schöne Ereignisse und die stehen auch für einen Selbstwert. Und ich glaube, und für mich kommt es hier ganz stark, wirklich ganz stark durch, dass es ein großes Thema zwischen deinem Kind und dem Papa gibt. Das ist eine allgemeine Legung, da kann ich jetzt nicht mehr zu sagen. Das wirst du auch wissen, worum es geht. Oder wenn du der Papa bist, wirst du das auch spüren, worum es geht. Und das Ganze führt letztendlich, so wie ich das hier wahrnehme, zu einer Lösung. Das Ganze führt zu einer Lösung und dein Kind ist dabei, das auf seine Art und Weise zu verarbeiten, um in einen Zustand zu kommen, in dem es anders weitergehen kann. Das kann ein junges Kind sein, es kann ein Kind im jugendlichen Alter sein, was einfach weitergeht. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass es eher ein älteres Kind ist, weil die jüngeren Kinder da noch zu stark in der emotionalen Verbindung sind und existenziell auch zu stark abhängig sind, um so einen Schritt machen zu können. Aber was dein Kind jetzt macht, ist genau richtig, auch wenn es sich von dem Papa distanziert. Und es geht bei deinem Kind nicht darum, dass es eine heile Familie jetzt mehr mit deinem Papa ansteuert. Das sagt hier nicht Position. Das ist mir jetzt klar. Das möchte jetzt auch erstmal, das geht dir nicht darum, in die
Klarheit in den Gefühlen zu dem Papa zu kommen. Es hat eventuell relativ lange dafür gekämpft, war wahrscheinlich, hat viel Trauer durchlebt, viel innere Schmerzen durchlebt und geht jetzt aber seinen eigenen Weg weiter. Und das ist auch in Ordnung so. Und das ist nicht das Ende des Weges. Aber es ist zwischenzeitlich manchmal sehr heilsam, wenn wir an Stellen mit unseren Eltern nicht weiterkommen und dadurch auch immer wieder in die Überforderung kommen. Und Überforderung heißt, dass ich die Dinge nicht mehr verarbeiten kann und mich in immer den gleichen Schlaufen befinde, Situation immer und immer und immer wieder durchlebe und durchlebe und durchlebe und immer wieder neu, aber auch gleich auf die Sachen zugehe, dass ich irgendwann sagen muss, jetzt ist vorbei. Ich habe das Spiel jetzt ganz, ganz lange durch, ich habe ganz viel investiert und so kommen wir nicht weiter, also muss ich einen anderen Weg gehen. Die Gefühle reißen nicht ab. Die Gefühle zum Papa reißen nicht ab. Die bleiben auch ein Leben lang. Und wenn sich dein Kind irgendwas wünscht, ist, dass es gut wird und dass es auch in Frieden kommt. Aber jetzt gerade brauchst du den Schritt aus der Beziehung weg. Und das ist auch okay. Und jetzt schaue ich mal, ob ich noch eine weitere Karte lege. Ich ziehe noch mal eine Karte für dein Kind aus dem Gaia-Orakel, wo es sich innerlich jetzt gerade befindet. Da haben wir den Wunschbrunnen. Der Wunschbrunnen steht dafür, den Wunsch zu lassen, also zu haben und es sich von alleine raus entfalten zu lassen. Das geht bei deinem Kind um Loslassen. Es geht um Loslassen von einer Situation und es geht ganz intensive Schritte, wo es viel Kraft für braucht und wo es meinen vollsten Respekt für hat. Und einfach auch gelassen werden muss und losgelassen werden muss. Ihr Lieben, keine einfache Legung, aber es ist wirklich okay so. Und der Weg geht weiter und das ist jetzt ein ganz wichtiger Schritt. Ich wünsche euch allen, die damit zu tun haben, wirklich ganz viel Kraft. Wünsche euch, dass ihr, so schwer die Situation auch ist, immer wieder die Liebe einfach auch zu eurem Kind fließen lassen könnt und es innerlich auch ein Stück weit entlassen könnt. Es geht damit nicht weg, es kommt nur freier wieder. Alles Liebe.